Paraguay Bankkonto eröffnen. Heikle Sache bis heute, aber lass doch mal die Fachleute sprechen. Hört euch das bitte an. Konto bei einer Bank eröffnen. Paraguay Life. Viele Menschen möchten ihr Geld von Europa nach Paraguay transferieren und benötigen dafür ein Bankkonto. Die Gründe für diese Überweisungen können vielfältig sein, wie Auswanderung oder Sorgen um politische Entwicklungen oder eine Investition oder auch die Sicherheit des Geldes. Um ein Konto in Paraguay zu eröffnen, ist grundsätzlich der Personalausweis, Cédula, von Paraguay als Identitätsausweis erforderlich. Es gibt aber wie fast immer Ausnahmen. Eine Adresse in Paraguay ist ebenfalls bei allen Banken erforderlich, die durch eine Meldebescheinigung der Polizei oder eine Rechnung des staatlichen Stromversorgers ANDE nachgewiesen werden kann. Bei Überweisungen nach Paraguay sind die Vorschriften strenger als in Europa und der Herkunftsnachweis des Geldes ist entscheidend. Ein Kaufvertrag über den Verkauf eines Hauses kann als Nachweis dienen und muss vom Notar beglaubigt und ins Spanische vor Ort, also in Paraguay, übersetzt werden. Ein Einkommensnachweis aus Paraguay ist bei vielen Banken erforderlich, wofür eine Steuernummer und die steuerliche Erfassung der letzten 3 bis 12 Monate notwendig sind. Bei Bareinzahlungen über 10.000 Euro ist eine Zollerklärung erforderlich, um die legale Einfuhr des Bargeldes nach Paraguay nachzuweisen. Kontoauszüge der Hausbank aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz sollten bei Bareinzahlungen mitgebracht werden. Optional kann eine Kopie des Grundstückstitels für Vertrauen bei der Bank und mögliche Kreditvergaben hilfreich sein. Die Kontoeröffnung dauert je nach Bank zwischen 14 Werktagen und 4 Monaten. Nach Genehmigung des Kontos müssen Unterschriften geleistet werden und die Bankkarte und Zugang zum Online-Banking können nach ca. 5 Werktagen abgeholt werden. Durch die neuen Regelungen ist der Aufwand und die Kosten für die Kontoeröffnung gestiegen. Nur wenige Banken sind bereit, Konten für Auswanderer zu eröffnen, wie die GNB Bank und die Bancorp. Die Beantragung der Mitgliedschaft in der Kooperative Carlos Pfannel als Beispiel wird empfohlen, um eine Kontoverbindung in Paraguay zu erhalten. Bei Überweisungen aus Europa können Fragen der Bank auftreten und Unterlagen nachgefordert werden. So, falls euch das Video gefallen hat, ihr braucht einen guten Ratschlag, den Kanal abonnieren bitte, Likes nach oben, uns anrufen, wir sind immer an eurer Seite. Es ist nicht einfach, aber diese Fehler, diese anfängliche Fehler müsst ihr gar nicht mal machen. Dafür sind wir als Fachberater da. Von daher das Video teilen, falls ihr investieren wollt. Auf jeden Fall Gas geben, Ende des Jahres naht. Und das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Das ist euer Geld und eure Investition. Also falls ihr wirklich Interesse habt, das Geld zu sichern, schnell anrufen bzw. anschreiben und wir helfen euch auf jeden Fall. Bis dann, bis zum nächsten Video. Fragen bitte auch unten stellen, aber auch per E-Mail. Ganz gerne. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.